In dieser Folge mache ich ein Handy unkaputtbar. Mit einer Nanobeschichtung aus der Raumfahrt, die Materialien so stabil macht, dass ihnen sogar ein Hammer nichts anhaben kann. Angeblich zumindest. Wie viele von euch hatten schon mal die Spider-App auf dem Handy, ja? Der Klassiker, man achtet mal kurz nicht, lässt das Handy fallen, zack, Bildschirm gesprungen. Super nervig. Das hier ist angeblich die Lösung. Nanotechnologie. Mit diesem Mittelchen hier soll man Handys unkaputtbar machen. In dieser Folge von Physics testen wir das mal und schauen, wie weit man gehen kann und ob man damit vielleicht sogar auch noch andere Gegenstände unkaputtbar machen kann. In unserem kleinen Test habe ich jetzt zwei Handys. Ausrangiert, ja, funktionieren beide nicht mehr. Also nicht, dass hier irgendjemand meint, dass wir voll die Rich Kids sind oder so. Die tun eh nicht mehr, die 5 Euro auf eBay. So, und dieses hier, das werde ich jetzt gleich mal auf beiden Seiten einschmieren mit dem Zauberzeug. Und das hier, das ist unbehandelt. Und dann kommt gleich der Vergleichstest. Schritt 1, Rückseite sauber machen, Vorderseite auch mit diesem nassen Tüchlein. Schritt 2, Nanoflüssigkeit auf dem Telefon verteilen. Erstmal die Flasche aufkriegen. Das sieht ja interessant aus. Schritt 3, das Ganze mit dem zweiten Tüchlein verteilen. Komm, was soll der Geiz drauf damit? Letzter Schritt, abwarten. Wenn man Glas unter enormer Vergrößerung betrachtet, dann sieht man, dass es eigentlich eine richtige Mondlandschaft. Hersteller von Nanobeschichtungen werben jetzt damit, dass sich ihre kleinsten Teilchen, also sogenannte Nanopartikel, in diese Furchen setzen und so das Glas stabiler machen. Das soll nämlich die Schwachstellen stabilisieren. So, ich habe das jetzt auf beiden Seiten eingeschmiert, 12 Stunden gewartet und das Handy poliert und angeblich ist es jetzt einsatzbereit, sprich unkaputtbar. Das möchte ich mal überprüfen und dazu habe ich mir einen höchst wissenschaftlichen Apparat gebaut. Also hier unten kommt das Telefon rein und diese Plattform kann hoch und runter fahren. Kann man hoch und runter fahren, so viel Zeit muss sein für gute Aussprache. Und durch dieses Loch kann ich gleich eine Metallkugel runterfallen lassen. Wo habe ich die denn hingetan? Hier. Badam. So, und der Plan ist jetzt, anzufangen mit dem Handy, was nicht beschichtet ist. Ich versuche jetzt mal die minimale Höhe rauszufinden, ab der ich mit der fallenden Kugel das Display schrotten kann. Und das ist dann die Benchmark sozusagen für das beschichtete Handy. Das muss es ja dann mindestens mal aushalten. Aus einer Höhe von 13 cm starte ich jetzt mal das Experiment. Ready? Dann geht's los in 3, 2, 1. Okay, das hat gut geklappt. Das ist ja das nicht beschichtete Handy, also das darf kaputt gehen, aber ich bin gespannt, ab welcher Höhe. Also, nächster Test, 20 cm. 3, 2, 1. Ja, gut, okay. Das hält ja mehr aus, als ich dachte. 30. Boah, jetzt muss es aber. Jetzt geht das Ding kaputt. 3, 2, 1. Immer noch ganz, ja Wahnsinn. Wir brauchen überhaupt keine Beschichtung, glaube ich. 3, 2, 1. Ich glaube, das ist, die Kugel ist hier raufgesprungen und dann erst als sie hier hinten das zweite Mal aufgedotzt ist, da ist hier was gesprungen. Also ich möchte jetzt einmal so einen richtigen Sprung sehen durch den ersten Einschlag der Kugel. Das muss mal möglich sein. Aber wir halten schon mal fest, 40 cm, das ist gefährlich. So, 50. Startklar. 3. 2, 1. Ja, ganz eindeutig. Ab 50 cm hält das Handy das auf jeden Fall nicht mehr aus. Das heißt, ich probiere jetzt mal, wir sind ja freundlich, probieren wir mal 40 cm mit dem beschichteten Handy. So, jetzt zeigt sich, ob die Beschichtung wirklich was bringt. 40 cm. 3, 2, 1. Ja, okay. Hier ist irgend so ein Punkt.
aber ich glaube, gerissen ist es noch nicht. Ist das tatsächlich die Nanostruktur? Bringt sie wirklich was? Mal gucken, wie weit wir hier gehen können. 50 cm mit dem beschichteten Handy. Ich versuche die Kugel dann aufzufangen, nachdem sie einmal aufgekommen ist, damit sie dann nicht beim zweiten Aufdotzen hier vorne irgendwie doch Schaden anrichtet. Soll ja fair bleiben. 3, 2, 1. Na, was haben wir denn hier? Wenn das mal keine wunderschöne Spider-App ist. Schaut mal. Ja, das ist ein wunderschöner Einschlag. Sieht schon fast künstlerisch aus. Aber das war jetzt bei 50 cm. Das heißt also, bei 50 cm ist das andere Handy ja auch direkt kaputt gegangen. Das heißt, diese Beschichtung, diese zauberhafte, ominöse Nanobeschichtung, bringt bei Handys, nach meinem Test zumindest, gar nichts. Ja, mit den Handys hat das jetzt nicht so gut geklappt, aber ich habe noch ein kleines bisschen was von dem Zeug übrig und dachte mir, beschichte ich doch mal ein paar andere haushaltsnahe Gegenstände. Zum Beispiel eine Tomate und dieses Ei ist beschichtet, sowie dieses Glas. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob dieses Nanozeug nicht doch ein bisschen was bringt. Also, wissenschaftliches Vorgehen, unbeschichtete Tomate, das ist schwer auszusprechen, unbeschichtete Tomate. Ja, ich probiere mal hier zuerst den Hammer. 3, 2, 1. Toll, auf die Hose. Das war jetzt die unbeschichtete Tomate. Also ich habe jetzt hier Softie draufgehauen, ja. Die ist mir gleich kaputt gegangen. Mal gucken, ob die andere Tomate besser standhält. 3, 2, 1. Ach, guck mal. Die ist hier noch ein bisschen aufgerissen. Also, naja, hier habe ich jetzt auch einen nicht wirklich reproduzierbaren Kraftaufwand einwirken lassen. Ob das jetzt wirklich an diesem tollen Beschichtungszeug gelegen hat, keine Ahnung. Also ganz unkaputtbar ist die Tomate auf jeden Fall nicht geworden. Wie sieht das mit dem Ei aus? Weil Eier gehen ja sehr schnell kaputt, erfahrungsgemäß. Das ist jetzt ein unbeschichtetes. Zack. Das ging sehr schnell kaputt. Das ist das Beschichtete. 3, 2, 1. Nicht sehr überraschend. Und wie sieht es mit dem Glas aus? Hier der große Trick. Kann man ein Glas durch Singen zerstören? Das funktioniert ja schon mal erstaunlich gut. Mal gucken, wie weit ich hier gehen kann. Sorry, ich hatte jetzt keine Schutzbrille auf. Aber ich habe auch in diese Richtung geschlagen. Na gut, also bei diesem Glas könnte man jetzt mit etwas Wohlwollen sagen, vielleicht hat diese Nanobeschichtung tatsächlich was geholfen. Aber ich glaube, was feststeht, fürs Handy sind diese ganzen Nanobeschichtungen totale Charlatanerei. Wenn ihr also Charlatanerei, Betrug, Bullshit, Quatsch, wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, euer Handy zu beschichten, damit es nicht mehr kaputt gehen kann, lasst die Finger davon. Ich glaube wirklich, dass das nichts bringt, zumindest nach meinem Test. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, wenn man das so im Eigenbau zu Hause macht, dass diese Beschichtung wirklich so beständig ist. Also, dieser Mythos ist gebastelt und wenn ihr noch einen anderen Mythos habt, wo vielleicht ein Handy dabei kaputt gehen könnte oder irgendwas anderes, bitte unbedingt einen Kommentar hinterlassen und dann seht ihr vielleicht nächste Woche schon euren Mythos. Und damit ihr das nicht verpasst, gerne mal auf Abonnieren klicken. Wir sehen uns. Bis dann.